Heute machen wir wieder eine kleine erfrischende Übung, um den ganzen Körper so ein bisschen durchzubewegen. Auch wieder eine ganz einfache Übung. Du startest mal, indem du einen Arm hebst und dich zur Seite herüberlehnst. Die Seite ein bisschen aufdehnst, aber nicht allzu doll. You start lifting an arm and lean over to the other side. Von rechts nach links. Von einer Seite zur anderen. Wir wollen ein bisschen die Rippen heben. Flanke dehnen. Genau, ganz entspannt von einer Seite zur anderen. Jetzt bemerke mal, welchen Arm du hebst, weil auf der gleichen Seite gibt es auch ein Bein. Notice what arm you're lifting, because on the same side you have a leg as well. Und dann kannst du das Bein nach hinten führen, wenn dieser Arm über den Kopf geht. Einfach hier nach hinten aufsetzen. Und dich noch ein bisschen mehr zur Seite dehnen. Genau, wir machen das ganz entspannt, dynamisch. Und aktivieren damit ein bisschen auch den Kreislauf. Gerade wenn man viel sitzt und viel am PC arbeitet, tun solche kleinen Zwischenübungen unheimlich gut. Du kannst jetzt mal das mit der Beinbewegung weitermachen und den Arm nach vorne nehmen. Und etwa in Schulterhöhe zur Seite ziehen. Now you can lower your arm in shoulder height and continue with the leg movement. Like a little twist. Mm-hmm. Und dann nehmen wir zum Abschluss noch den Arm nach unten. And your hand down. Continue with the movement. Und dreh dich und neige dich ein bisschen. Auch noch einmal zu jeder Seite. Und dann hast du es schon geschafft, unsere kleine bewegte Zwischenentspannung. Ich wünsche dir einen wunderschönen weiteren Tag. Have a lovely day. Bye bye. Tschüss.